Der Förderverein Kriminal- und Verkehrsprävention im Landkreis Reutlingen hat am Dienstagabend seine Mitgliederversammlung abgehalten. Auf dem Programm standen auch drei Ehrungen: die Ehrung Zivilcourage sowie die Verleihung des Förder- und Sonderpreises. Ausgezeichnet wurde ein Projekt an der Grund- und Werkrealschule St. Johann. Der Sonderpreis ging an den Verein Wirbelwind. Der Förderverein Kriminal- und Verkehrsprävention unterstützt Initiativen, die der Aufklärung von Bürgern zur Vorbeugung von Kriminalität und Unfallgefahren im Straßenverkehr dienen. Im vergangenen Jahr wurden 16 Projekte mit mehr als 20.000 Euro gefördert.